Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Final Fantasy XII The Zodiac Age mit den drei schönen Menschen von der Tanke nebenan. Wir haben beim letzten Mal hier das eine oder andere Gebiet gecleared, bin ich der Meinung. Ich habe jetzt gerade ganz kurz drüber nachgedacht, ob ich nochmal kurz offscreen zurück nach Rabanastre gehen soll und gucken soll, ob es dort nicht vielleicht neue Mob-Hunts gibt. Aber habe mich jetzt dagegen entschieden, weil keine Lust und mehr Lust auf Weiterspielen und so. Ich habe, glaube ich, Die haben wir beim letzten Mal zwar besiegt, aber die will ich jetzt nicht nochmal machen. Die waren mir ein bisschen zu tricky und zu stark. Die haben wahrscheinlich gut Erfahrung dagelassen. Das habe ich jetzt irgendwie nicht so ganz beachtet, aber ich möchte jetzt gerne meinen Weg fortsetzen, denn wir haben uns hier schon lange genug aufgehalten. Das Einzige, was mich gerade ein bisschen ärgert, aber ich bin gerade so richtig im Lauf. Ich bin auch schockiert gewesen, wie lange der letzte Part wieder gedauert hat. Weil eigentlich wollte ich dadurch, dass das täglich kommt, immer nur 40 Minuten oder so anpeilen. Aber das Spiel, da tickt die Zeit, die löst sich auf wie Wasser, wie Seife unterm Wasser, ja. Wie Wasser unter der Seife, wollte ich gerade sagen. Und was wollte ich sagen? Ja, ich bereue, dass ich jetzt mich nicht aufgeschlaut habe wegen der Waffe von Ash. Das heißt, da bin ich jetzt kein Deutsch schlauer, aber ich hoffe, es reicht für diese Folge aus, um sich irgendwie halbwegs über Wasser zu halten. Ja, wir gucken jetzt mal, denn eigentlich mussten wir uns hier in den westlichen Bereich hinbegeben. Haben das allerdings nicht getan, weil wir hier noch einige Ecken haben, die wir noch gar nicht besucht haben und das dann natürlich eher meine Aufmerksamkeit bekommt, ist ja ganz klar. Ne? Also wen das nervt, der wird mit meinen Let's Plays generell nicht glücklich. Das ist kein Final Fantasy XII Phänomen, sondern etwas, was ich in allen Spielen so händele. Egal, ob ich das aufzeichne oder nicht. Also da differenziere ich dann nicht. In der einen oder anderen Vorgehensweise schon. Ne, ich habe das ja auch, glaube ich, in diesem Let's Play schon gesagt, wenn ich solche Sachen alleine spiele, dann laufe ich auch gerne mal 2 Stunden im Kreis und schnetze Gegner, um stärker zu werden, Geld zu kriegen und hast du nicht gesehen. Das ist einer der wenigen Punkte, die ich in Let's Plays anders handle, weil das A während laufender Aufnahme zu langweilig wird und B für die meisten von euch, gerade für diejenigen, die Blind Let's Plays bevorzugen, die tun das höchstwahrscheinlich deshalb, weil sie nicht sehen möchten, wie sich jemand überlevelt und mit Masterplan XY hier durchs Spiel fliegt, ohne Schwierigkeiten zu bekommen. Ja, das mal so als Random Fact nebenher. Einfach weil ich das gerade loswerden wollte. So, hier sind wir eigentlich noch gar nicht gewesen. Eigentlich müsste ich auch ein bisschen vorsichtig sein. Wir sind vor Elementaren gewarnt worden. Ich weiß gerade nicht mehr, ob diese Warnung rausging für den östlichen oder für den westlichen Wüstenteil. Das kriege ich jetzt leider nicht mehr zusammen. Vielleicht bin ich gerade in einer Region, wo mich das nicht weiter behelligen wird. Wir sind beim letzten Mal auch in eine Ecke vorgedrungen, wo wir durch einen Sandsturm blockiert worden sind und nicht weiterkamen. Hier haben wir übrigens gerade diese Sandsturmbeeinträchtigung nicht mehr. Das war doch in der letzten Folge anders, oder? Kann es sein, dass ja mal stärker, mal schwächer ausfällt. Keine Ahnung. Vielleicht komme ich aber auch gerade nur mit den Teilregionen durcheinander. So, das war nämlich hier dieser nordöstliche Zipfel. Da ging es nicht weiter. Das heißt, ach, guck mal hier. Das hier führt in so eine Art Sackgasse. Wenn ich jetzt hier gleich die Abzweigung nehme, gucken wir mal, was wir da so bekommen können. Wir haben auch noch einen Händler, der uns Equipment verkauft, was relativ kostenintensiv ist, weswegen ich ganz gerne so viele Kämpfe wie möglich jetzt auch mitnehme. Hier dürften wir noch nicht gewesen sein. Nicht, dass hier irgend so ein Übergegner auf uns wartet. Da habe ich gerade ein bisschen Respekt vor, weil das eine Sackgasse ist, die man super einfach umgehen könnte. Den Eintrag von der Alraune haben wir uns beim letzten Mal ja auch noch nicht durchgelesen, weil ich noch 5 zusätzliche abschnetzen musste, um den nächsten Eintrag noch freizuschalten. Also auf der zweiten Seite das Ding, ihr wisst, was ich meine. So, ein Steinchen. So, was haben wir denn hier Schönes? Oh, ich glaube, der ist gar nicht so gut, wie er klingt, aber ich werde trotzdem mal kurz schauen. Ich glaube, den besitzen wir auch schon, oder? Nee.
Accessoire-Lizenz gefunden. Warte mal. Die verborgenen gefundenen Schätze sind manchmal wertvoller als üblich. Oh. Oh. Huhuhu. Warte mal. Kann das denn irgendjemand schon tragen von meinen Leuten? Voltier und Friend. Sieht so ein bisschen danach aus, ne? Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie ich die... Ja. Oh, guck mal. Ich kann die Kügelchen da richtig lesen. Was die Leuchtende dann hingegen aussagt, da bin ich immer noch nicht so ganz hintergestiegen, aber... Können ja mal gucken. Das ist doch bestimmt besser. Hm. Das kriegt jetzt einfach mal Fran. Einfach so. Sie hat so viele TP, sie wird das schon wegstecken, was sie jetzt an Minus auf ihrer Abwehr bekommen hat. War das jetzt der seltene... Der seltene Schatz, den man hier finden kann? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sieht diese Ecke sehr auffällig aus. Ich weiß ja, dass es ja einige... Behältnisse gibt, wo du mit einer sehr, sehr geringen Wahrscheinlichkeit irgendwie total den Superkram bekommen kannst und so. Bin gespannt, ob ich in diesem Let's Play wenigstens eine Sache durch Zufall vielleicht finde, die einfach mega selten ist. Das würde mich total freuen. Das ist mein Ziel. Eine einzige Sache. Ach so, warte mal, ich muss da oben lang. Ich bin hier gerade voll falsch. Warte mal, hä? Irgendwie hier oben muss eine Route rumführen. Da sehe ich sie doch schon. Warte mal, ich glaube, wenn ich jetzt hier rumlaufe, bin ich ein bisschen schneller. Guck mal, hier flattern zwei von diesen Dingern. Wie blauäugig ich beim letzten Mal doch in diese Kämpfe reingestürmt bin. Oh! Das ist ein komplett neues Gebiet. Okay. Aha. Zertenian-Grotten. Irgendwie sieht das schön aus, aber die Musik ist irgendwie so... Das Ziel liegt, liegt westlich der Sandsee, verdammt weit. Ja, ja, das ist okay. Ich erkunde sehr gerne die Welt hier in diesem Spiel. Deswegen kommen auch ständig XXL-Parts zustande, obwohl ich das eigentlich gar nicht anstrebe. Irgendwas wollte ich gerade sagen, jetzt habe ich es vergessen. Ja doch, die Musik. Die signalisiert so ein bisschen... Komm her und sterbe... Einen langsamen und qualvollen Tod. Oh oh. Schleim. Schleim mit viel Schadensoutput. Okay, warte. Ich glaube, ich sollte hier noch nicht sein, oder? Ich glaube, der hat eine Erdschwäche. Ist natürlich richtig geil, wenn du keinen Erdzauber irgendwie bringen kannst. Ich glaube, ich sollte hier weg, oder? Ich habe keine... Ich glaube, ich krieg den nicht mal down. Lichtkröte. Ich glaube, ich gehe hier mal weg. Einfach so. Nein, 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 Friend, du sollst hier abhauen, bitte. Gut, ich hätte noch auf den Fluchtknopf drücken können. Das nervt mich. Ich wäre da so gerne reingegangen. Spiel, führst du mich da irgendwann nochmal hin? Okay, komm, eine Sache muss ich jetzt ausprobieren. Aber warte mal, der macht Gemach. Da würde ich ganz gerne meine Gambits mal kurz anpassen. Hat jemand nicht... Ja, guck mal, sie hat doch hier einen Slot noch frei. Sie kann auch gerne das hier wieder aktiv haben. Ich möchte bitte, dass sie Gemach, geplagte Gefährten wieder entgemachen kann. Das ist jetzt mein großes Ziel. Jetzt muss ich nur gucken, welches Item das nochmal... begünstigt hat. Hier, Kronos Träne. Okay, dann bist du ab jetzt unsere Gemachheilerin. Ich hoffe, du kannst dich mit der Rolle arrangieren. Denn ich würde schon ganz gerne mal sehen, was trotz alledem meine anderen Zauber hier austeilen. Kann ja sein, dass der super schnell down ist, auch wenn ich jetzt nicht mit irgendwelchen Erdsachen um die Ecke komme. Wenn das überhaupt so ein Erdsymbol darstellen soll. Hat sie gerade gezaubert? Hat das überhaupt Schaden gemacht? Irgendwie sehe ich das immer nicht. Gucken wir mal nochmal, wie es mit Blitz aussieht. Ja. Aber trotzdem. Ich glaube, ohne einen auf Schwarzmagie fokussierten Charakter wird das hier sehr schwer. Ich kann natürlich auch jetzt mal ein bisschen Mystron-Action machen. Ich glaube, das mache ich auch. Ist wahrscheinlich jetzt total übertrieben für so einen kleinen popligen Schleim. Aber je weiter ich hier kommen kann, desto... Desto glücklicher bin ich. So. Okay, ich bash jetzt die ganze Zeit auf Viereck.
Ich habe jetzt schnell hintereinander gedrückt. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt irgendwas gebracht hat. Hä? Nee, ich habe das immer noch nicht so ganz kapiert. Auch wenn ich, also die Folge, die mich über die Mystrons, also wo ich mich das erste Mal mit diesen Mystrons gedanklich auseinandersetze, sage ich mal, die ist heute online gegangen und ich habe auch schon Feedbacks dazu gelesen, aber irgendwie bin ich aus der jetzt auch nicht so viel schlauer geworden, wenn ich... Der Pisser teilt sich! Das gibt's doch nicht, als ob nicht ein so ein Popel schon ausreichen würde. Oh, schade. Das ist schade. Kriege ich den wenigstens noch down? Kriegen wir das hin, ohne jetzt irgendwie elendig zu verrecken? Warte, meine ich will nicht auf A, ich will auf B. Kann ich auch mal gucken, wie viel Feuer jetzt ausrichtet? Ja. Ah, ist das bitter. Ja, danach werde ich ja auch kehrt machen. In der Hoffnung, dass ich mich hier irgendwann mal ein... So, wie viel gibst du mir? Oh, 339 EP. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. So, okay. Asche liegt jetzt wie Asche am Boden. Das kann sie besonders gut. Habe ich auch in der letzten Folge schon festgestellt. So, dann holen wir sie mal eben kurz zurück ins Leben. Mit einer Phoenix Feder. Denn davon haben wir relativ viele. Dann wird sie auch Baschs Gemach gleich wegheilen. Ja, das ist interessant. Aber das Gute ist, für mich scheint das zumindest sehr eindeutig, dass wir da jetzt noch nicht hin sollten. Oder ich bin einfach zu schlecht. Das kann natürlich auch sein, aber da ziehe ich jetzt mal die Grenze. Und es spricht, finde ich, eine Menge dafür, wenn ich das jetzt so sehe. Oh, da ist ein Elementar. Ist das ein Elementar? Der sieht ein bisschen elementarisch aus. Jetzt bloß keiner zaubern. Was ist hier los? Kamera? Okay, ich glaube, vor denen sollte ich mich in Acht nehmen. Oh, shit. Ich würde aber trotzdem ganz gerne gucken. Weil ich meine, der ist ja jetzt friedlich. Ey, wie er jemand zaubert von euch. Echt, ich klatsche euch weg und werde euch nie wieder einsetzen. So, Gnom. Alter Vater. Der hat nicht ernsthaft fast 50.000. Nein, 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 hat er nicht. Nein, 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 hat er nicht. Ich kann nur nicht mehr Zahlen lesen. Das ist jetzt die Erklärung. Ich gehe jetzt ganz schnell weg. Ganz schnell weg. Ein bisschen Pferdeschnetzeln können wir noch machen. Aber dann will ich ganz schnell weg von dem Elementar, weil vor dem habe ich irgendwie Angst und Respekt und... Angst und Respekt. Jawohl. Doppelt hält ja bekanntlich besser, ne? So, wir gehen jetzt einfach mal wieder zurück. Und wir sind jetzt... Lass mich kurz resümieren. Wir sind jetzt durch. Wir können jetzt von diesem Punkt aus, wo wir beim letzten Mal quasi gelandet sind, können wir dann direkt in den Westen weiter marschieren. Kann es sein, dass diese Sandstürme die Präsenz von Elementaren begünstigen? Oder war das jetzt Zufall, dass wir zum ersten Mal einen sehen, der ausgerechnet mitten im Sandsturm hier rumkrauchelt? Keine Ahnung. I don't know. Ich werde den Weg jetzt mal kurz abkürzen, bis wir im Lager sind. So, weit war der Weg jetzt zwar nicht, aber im Grunde genommen ist das jetzt eher Backtracking, was ich betreibe. Und das müssen wir uns ja jetzt nur nicht 10.000 Mal hintereinander geben, nicht wahr? So, ich glaube, ich hatte in der letzten Folge... Oh, das kann ich ja hier aber auch sehen, ne? Wie viele Teleportsteine ich habe. Ich glaube, ich konnte das 5 nur... Ich erinnere mich daran, einmal eingeklaut zu haben, als ich offscreen in den Nusumin war. Aber ich weiß nicht mehr, welcher Gegner das war. Ich hätte jetzt gerade gedacht, dass wir ein paar mehr davon hätten. Warte, bin ich gerade im... Ja, ich war gerade im beschleunigten Modus. So, jetzt lass mal gucken, auf wie viel Geld wir kommen, wenn ich jetzt ein paar Sachen verkaufe. Haben wir zwischenzeitlich auch Waffengedöns oder so? Wollhemd haben wir, glaube ich, beim... Ich glaube, das haben wir in der letzten Folge irgendwann aufgesammelt, ne? Eisenküras, schwere Rüstung bekommen Waren und Friends sowieso in nächster Zeit nicht. Können wir also einmal verkaufen. Und die Zipfelmütze, die stärkt sowieso keinen, die kann auch einmal weg. So, hier, was waren da? What? 6.000 für einen Diamantreif. Ja, geil. Werde ich zwar nicht verkaufen, aber gut zu wissen. Was ist denn kein... Achso, das habe ich beim letzten Mal noch gekauft. Kein Pulver. Warum muss ich da jetzt schon wieder an Lost Odyssey denken? Hm. So, Fundus. So, jetzt geht's hier los, Leute. Jetzt kommt, glaube ich, dann doch ein bisschen was zusammen. Und das werden wir auch dringend brauchen können. Denn hier gibt es eine Menge, was ich gerne hätte. Ich bin im Verkaufsmodus, ne? Jawohl.
Nicht, dass ich jetzt hier die ganze Zeit Dinge einkaufe. In irgendeinem Spiel ist mir das schon mal passiert. Warte mal, wie viel waren das? 25? Diese Steinchen bringen ja irgendwie gar nichts, ne? Die haben bestimmt irgendeinen Effekt, der sich erst später präsentieren wird. Oder das ist einfach der Zonk unter den Sachen, die man hier finden kann. Keine Ahnung. So, haben wir hier sonst was? Kaktorine. Oh, guck mal hier. Roh schmeckt sie unerträglich bitter. Man muss sie jedoch nur leicht erhitzen, um ihr ihre süße Essenz zu entlocken. Ja, viel süßer finde ich gerade den Verkaufspreis, aber... Oh! Okay. Oh mein Gott! So viele Sachen! Der Koffer, dessen Inhalt Leben rettet. Ausgestattet mit zwei auserwählten Potions und einer Phönixfeder ist man bereit für Abenteuer. Sowas finde ich immer doof. Muss man das kaufen, um den Platz für andere Sachen dann wieder freizugeben? Wer nicht will ins Lazarett, der greift zum kecken Potion-Set. 5 Potions, 3 Seifen und 3 Goldnadeln zum Sparpreis. Ein Stab, der aus dem Holz eines Baumes geschnitzt ist, das weit im Osten von besonderem Wert ist. Das will ich auf jeden Fall. Oh. Okay. Warte mal. Warte mal, warte mal. Ja. Ich will nur gucken, Zypressenstab. Nein. Nein. Ich will nur gucken, ob das irgendwer tragen kann von meinen Leuten. Ist das, gehört das zu ihrer Kategorie? Stablizenz 2. Routenlizenz. Nee, sie hat Routen. Okay, kann ich leider momentan nicht einsetzen. Aber ich glaube, das hatten wir noch nicht, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Keinen Plan. Boah, das ist jetzt voll schwer. Ich glaube, ich möchte aber trotzdem erstmal hier ein paar Sachen noch einkaufen, die mich insgesamt stärker machen. Ah, Waffen sind so teuer. Waffen machen sich halt auch bemerkbar. Also stark bemerkbar, habe ich immer das Gefühl. Ich müsste eigentlich aber offscreen nochmal in Ruhe durchschauen, mit wem ich was eigentlich freischalten will. Ja, das hätte ich eigentlich, bevor ich jetzt diese Folge aufgenommen habe, machen können. So, nee, warte. Ich hab eine andere Idee. Leute, ich habe eine andere Idee und ich finde, die ist gut. So, wenn ich die gut finde, findet ihr die bestimmt doof, weil ich meistens doofe Ideen habe. Aber ich gucke jetzt mal ganz kurz. Das maximale Lizenzlevel bei diesem Händler liegt bei 3, richtig? Nee, bei den Rüstungen auch bei 4. Aber bei den Rüstungen, das hatte ich euch ja in der letzten Folge gesagt, da bin ich überall auf 6 hochgegangen. Bei den Waffen hingegen nicht. Ich werde mal ganz kurz, insofern es denn möglich ist mit meinen LP, alle Waffenlizenzen auf 4 oder so bringen. Ja, das wird hier schon wieder ein bisschen knifflig, aber ist nicht unschaffbar, weil die Dolchlizenz 4, die liegt hier. Ich glaube, der Händler hatte aber gar keinen Dolch, oder? Dann nehmen wir mal das hier mit. Ich meine, das ist nicht endgültig verschwendet hier, weil diese leichte Rüstungslizenz finde ich auch wichtig. Aber dann haben wir bei ihm jetzt hier die 4 freigeschaltet. Ich mache das mal eben kurz schnell mit euch. Er ist schon bei der 4, er hat sogar die 5 schon. Okay, wie sieht es bei ihr aus? Bogen. Warte, Bogen. Stufe 4 hat sie noch nicht, soll sie aber bekommen. Auch wenn das jetzt für diesen Händler vielleicht nicht so sinnvoll ist, ist das dann perspektivisch gar nicht so schlecht. Guck mal, er ist mit seinen Brechwaffen zum Beispiel noch nicht mal bei der 3. Da gehen wir jetzt auch mal bis zu 4 nach oben. Ich hoffe, das geht bei allen jetzt auch. Was haben wir bei ihr? Ja, bei ihr weiß ich halt generell nicht, wie das hier mit den Waffen abläuft. Weil sie hat hier jetzt die Zeitmagie. Ich glaube, bei Ash werde ich eine Ausnahme machen. Und hier sind halt die nächsten Armbrustlizenzen. Aber ich glaube, warte mal. Hier ist die 3. Hier hat sie die 1 und die 2. Kann ja mal gucken, ob ich mich bis zu 3 durchgemogelt kriege. Warte mal, das hier muss ich ja so oder so machen. Dann ist hier der günstigere Weg. Physische Attacken... Ja, von mir aus einmal mitnehmen, bitte. Ja, ich glaube, das wird hinhauen. Ich glaube, das werde ich dann auch machen. So, warte mal, dann kriegt sie nämlich einmal das hier. Und dann wird sie hier die Armbrustlizenz noch lernen. Einfach so. Auch wenn sie wahrscheinlich niemals Armbrüste einsetzen können wird. Aber hey. Irgendwann werde ich auch dieses Mysterium klären. Verdoppelt bei erfolgreicher Angriffsfolge den Schaden. Achso, das kann ich mir eh nicht leisten. Na gut, dann hat sich das erledigt. So, und bei ihr? Routenlizenz 4 hat sie noch nicht. Dann soll sie die bekommen. Aber die 3, die hat sie schon freigeschaltet. Okay.
Das heißt also, mit den Lizenzleveln, die dieser Händler mitbringt, sind jetzt meine Leute eigentlich up to date. Richtig? Das heißt, wer hier nicht hell ist, Akuma Streithammer. Ich glaube, das werde ich dann direkt für den guten Basche auch einkaufen. Jawohl. Gekauftes Anlegen, ja bitte. Vielen Dank. So, gibt es jetzt hier noch irgendjemanden, der hell wird? Nö, also mit den Waffen bin ich dann soweit durch. Dann kann ich ja jetzt hier gucken. Die haben beide das Ding. Ja, das hier wollte ich noch für Basche einkaufen. Werde ich auch tun. Gekauftes Anlegen, jawohl. So, dann hat er das auch. Dann rolle ich das Feld jetzt hier mal von unten auf. Barbuta. Auch für Ash und für Basch. Tja, keine Ahnung. Ja, ich werde das kaufen. Ich werde das kaufen und das Ash anlegen. Genau. Ja, das ist schon okay so. Ich habe zwar die Handelsware nicht eingekauft, aber das werden wir gerade noch so überleben. Wollte ich sonst noch irgendwas machen hier? Ich glaube nicht. So, dann speichere ich nochmal. So, das wäre erledigt. Das heißt, verkaufst du immer noch keine Karten? Irgendwie kann ich das gerade nicht glauben. Du siehst aus wie ein typischer Kartenhändler. Einfach mal so dahingesagt. So, ich habe gerade eiskalte Füße. Warte mal, ich muss mir mal kurz Socken anziehen. So, das sind doch mal die sinnvollsten Unterbrechungen, die so ein Let's Play haben kann, oder? Gut, dann kann jetzt hier im Grunde genommen eine ganze Menge passieren. Wobei, das ist zwar die Hauptstory-Route, aber es hieß ja, dass wir weit nach Westen laufen müssen. Oh. So, where exactly is Wraithwall's tomb? Far to the west. We must first cross the Ogier Yensa, and beyond that, the Nam Yensa, before we reach the tomb. An expanse of desert larger still than all of Delmasca. We must pace ourselves. If you grow tired, we stop and take rest. You don't have to worry about me. I'm tougher than I look. You are at that. Na, hoffentlich behält sie recht. Gucken wir mal. So, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass hier eine Cutscene kommt. Ich dachte, da werden wir jetzt erstmal noch eine Weile drauf warten müssen. Aber ich liebe Cutscenes. Von mir aus kann das bis ins Unendliche weitergehen. So, warte mal, hier sind wir jetzt hergekommen. Genau, so, die Falle wollte ich umgehen. Und dann gucken wir mal, was hier so für Gegner auf uns warten. Ob das alte Bekannte sein werden. Ja, wenn das eine Alraune ist und das ist sie, dann sollte es daran nicht scheitern. Wir sehen glücklicherweise die ganzen Fallen. Das ist der schöne Vorteil, wenn wir Ash im Team haben, nicht wahr? So, was ist das hier für eine komische Konstruktion? Ich bin mir auch gerade nicht sicher, was es mit dieser Zwischensequenz auf sich hatte. Nein! Oh! Also, ich sag dazu einfach mal nichts. Nein, ich sag dazu jetzt einfach mal nichts. Ich geißele mich in meinem Inneren schon wieder selbst, aber das brauche ich euch ja nicht zu erzählen, ne? Kaum erwähne ich, dass es schön ist, dass man die Fallen sieht, laufe ich in eine Falle rein. Das ist schon wieder sowas von bezeichnend. Diese Stelle, wo Vaan den Sand in die Hand genommen hat, ich bin mir nicht sicher, ob ich seinen Gedanken diesbezüglich folgen konnte. Ich glaube eher nicht. Irgendwas wird er mit dem assoziiert haben, was er da angefasst oder gesehen hat. So, was haben wir hier? Das sind zwei spezielle Schatzbehälter. Oh, das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Und jetzt müssten wir hier den Kompass kriegen. So richtig Zelda-like. Hm. Oh. Hä? War das nicht gerade zweimal genau das gleiche? Okay.
Okay, ich glaube, ich bekomme so ganz langsam eine Vorstellung davon, was Bash uns sagen wollte. Stellt euch mal schon mal darauf ein, dass ich mich jetzt 10.000 Mal verlaufen werde, trotz Karte und allem drum und dran. Ich mache mal am besten die Karte hier auf und gar nicht mehr zu. Einfach, um auf Nummer sicher zu gehen. Das erinnert mich so ein bisschen an die Olympischen Spiele. Mit dem ganzen ringförmigen Aufbau hier. Ob mir das jetzt eher eine Hilfe sein wird oder rein gar nichts bewirkt, das wird sich zeigen. So, das ist jetzt hier noch der einzige Weg. Dann gehen wir mal gucken. So, mag ich trotzdem immer noch lieber als großflächige Gebiete. Soll mir recht sein. Ich kann mich ja immer noch an den Gegnern und an den Verhältnissen orientieren. Das scheint ja ein großes Gebiet zu sein, ne? Das heißt, ich werde anhand der Behälter durchaus erkennen können, wo ich schon war und wo nicht. Weil die respawnen, wenn ich euch richtig verstanden habe und das richtig in Erinnerung vor allen Dingen habe, erst wenn man das Gebiet wechselt. Während Gegner, glaube ich, schneller respawnen, wenn auf der Map eine bestimmte Anzahl von Gegnern zwischenzeitlich aus dem Weg geräumt wurde. Irgendwie so. Ist egal. Wir nehmen alle Behälter mit. Wir nehmen alle Gegner mit. Völlig egal, welche Respawn-Politik-Philosophie dahinter steht. So, mein Freund. Ist das jetzt hier der... Ja, das ist jetzt auch immer noch der einzige Weg. Wir bekommen aber ganz schön viel Erfahrung, habe ich das Gefühl. Aber es dauert inzwischen sehr, sehr lange, bis wir die nächsten Level-Ups bekommen. So, jetzt muss ich mal doch ganz kurz gucken. Ja, von hier sind wir gekommen, alles klar. Ach, sieht man ja. Irgendwie habe ich mich immer noch nicht so komplett daran gewöhnt, dass ich diese Karte hier, diese transparente Karte in der Bildmitte habe. Auch wenn man quasi an ihr nicht vorbeigucken kann, wenn man spielt. Aber trotzdem ist das so perspektivisch doch eine Umstellung. Ach, wir haben hier einen Gebietswechsel. Okay. Na gut. Aber hinter uns müsste ich soweit alles mitgenommen haben. A construct to draw oil from the ground. Abandoned many years now, it seems. Did Dalmascans build this? No, the Rosarians. Their empire lies far to the west, ever at war with Arcadia. Heedless of the kingdoms caught in their midst. Dalmasca, Nebrodia, Landis. Tis the small craft's fate to watch the list of the galleons and pray for light winds. Vosla, why are you here? Imagine my surprise when upon my return to Bojerba, I find both you and the Lady Ash have vanished. I thought you above consorting with sky pirates. Balthier is a man worthy of our trust, and it was the Lady Ash's decision. I am content to lend my arm, as I could not when Rassla died, when her throne was taken. Never again. I will defend her this time. You walk the Knight's Path. The Lady Ash? We should leave this place. Let me guess. Sandstorm? Something far worse. I see. So the Dawn Shard does lie in King Wraithwall's tomb. The Marquis sympathizes with your plight, yet the Empire perches as a carrion bird on his shoulder. He can keep whispers of your abduction silent for only so long. Yes. Tell me, Vossler, what have you accomplished? We leave at once. This is Urutan Yensa territory, and they are unfond of visitors. Looks like we've attracted the wrong sort of attention. Let's quit this place while we still can. Move! Vossler! Have you found the means to restore Dalmasca? First, we must claim the Dawn Shard. It all begins with that.
Okay, ja, willkommen zurück. Ich finde das gut, dass er jetzt wieder mit uns reist. So, aber mit diesen komischen Zeitgenossen, die da sich durch den Sand fortbewegt haben, mit denen will ich jetzt nicht unbedingt vorlieb nehmen. Bin gespannt, ob wir jetzt hier mal wieder einen Bosskampf zu sehen bekommen. Der letzte liegt schon wieder eine Weile zurück. Warte mal, nee. Hier will ich jetzt noch gar nicht hin, weil jetzt habe ich irgendeinen Gegner getriggert. Wollte ich eigentlich gar nicht. So, jetzt sind wir hier einmal rum. Warte mal, der hier ist jetzt schon nach... Warte mal, das ist ein neuer. Das sind schon die... Ja, das sind schon die Viecher, die wir gerade eben in der Cutscene gesehen haben. Ich will jetzt erstmal hier hingehen, weil hier ja jetzt eine Sackgasse sein müsste, laut Karte, ne? Aber dieses Gebiet trainiert ganz gut meinen Blick und die Notwendigkeit, auf die Karte, mit der Karte zu arbeiten, sage ich mal. So, hier haben wir eine Falle, aber diesmal werde ich nicht nochmal in die reinlaufen. Danke. Danke, liebe Mitstreiter, dass ihr das jetzt für mich erledigen wollt. Die Tradition muss aufrechterhalten, nicht wahr? Ich verstehe schon. So, dann können wir jetzt hier aber nach unten und mal gucken, was hier so passiert. Also das schönste Gebiet ist das hier mit Sicherheit nicht. Aber es ist auf jeden Fall atmosphärisch, wie ich finde. Was aber weniger an der Optik liegt, sondern eher an der Musik. Wie so oft. So, jetzt habe ich schon wieder nicht gesehen, wie die heißen. Ich muss aber eigentlich im Grunde genommen den Gegner auch gar nicht anwählen, sondern brauche nur nach oben links zu gucken. Weil dadurch, dass Fran ja jedes Mal versucht, die zu beklauen, ist das darüber irgendwie einfacher abzulesen. Warum finde ich hier die ganze Zeit nur Rostklumpen? Urutan Jensa D. Alles klar. Das lernt man wahrscheinlich schon in der Vorschule. Einfaches Vokabular, absolut, in jeglicher Hinsicht. Nein. Wenn mal so. Was haben die hier mit ihren Rostklumpen? Gibt es hier keine ordentlichen Schätze? Keine ordentlichen Schätze? Ich kann nicht mehr reden. Oder habe ich gerade einfach nur Pech? Ich weiß es nicht, aber wir haben einen Erdstein. So, wer war das gerade? Die gute Frau Asche. Na gut, die Asche kann jetzt gerne uns noch erhalten bleiben. Warte mal. Nee, hier wollte ich eigentlich schon wieder gar nicht hin. Auch wenn jetzt wieder irgendwelche Gegner im Fokus haben, aber die müssen jetzt erstmal warten. Ich habe nämlich andere Sachen vor, zum Beispiel auch in diese Falle zu laufen. Hä? Achso, das war so eine Heilungsfalle, in Anführungsstrichen. Hatten wir ja auch schon mal in den Larsamin, ich erinnere mich noch. Warum ist denn der verlangsamt? Oder war der beschleunigt? Ich habe nur eine Uhr gesehen. Der Rest entzieht sich leider meiner Kenntnis. So, ich wollte jetzt nämlich hier erstmal nach oben. Denn hier rechne ich mit schönen Schätzen. Das kann man nämlich auch super einfach übersehen hier. Was gibt's denn hier Feines? Erzählt mal. Außer Alraunen. Ob die jetzt... Nein. Ob die jetzt das Prädikat fein verdient haben, ist dann ein anderes Thema. Okay. Erst Monster töten, danach Behälter plündern. Das müsste ich ja jetzt inzwischen auch gelernt haben, nicht wahr? Rostklumpen. Oh, wie überraschend. Total. Ich kann meine Begeisterung gerade gar nicht mehr bändigen, ja. So, okay. Lohnenswert war das jetzt nicht, aber drauf geschissen. Denn alles, was wir umnieten, bringt Erf und LP und das ist prinzipiell immer gut, ne? Das ist so die einzige sinnlose Lebensweisheit, die ich heute von mir gebe. Alles andere hat nicht mal den Begriff Lebensweisheit verdient. Wobei nicht mal das eine war. Aber egal. Komm. Schnetzel hier, Schnetzel da, Schnetzel tralala. Irgendwie hasse ich meine... Warte mal, das, was ich sage, dem... irgendwie passt sich das Spieltempo meinem Redetempo an. Nee, andersrum. Mein Redetempo dem Spieltempo. Meine Güte, ich merke richtig, wie ich innerlich auch einen Gang runterfahre, wenn ich hier wieder langsamer bin. Es passieren komische Dinge mit meinem Gehirn durch den Turbo-Modus. Ich habe das Gefühl, dass je länger dieser Part andauert, desto sinnloser werden meine Wortbeiträge. Aber ich hoffe, wir können da alle mit leben, ohne dass zu viele Gehirnzellen absterben. So. Weiter nach vorne zum Kreis ist der richtige Weg. Gucken wir mal, was wir hier noch finden. Ach so, ja. Wie konnte ich da auch nur erwartungsvoll herantreten? Ich weiß auch nicht, was da für ein komischer Optimismus in mir schlummert. So, bitte einmal wegklatschen. Was haben wir hier? Das hier ist aber auch relativ linear gewesen, glaube ich. Mit Blick auf die Karte.
Hier können... Oh, Goldamulett. Na, jetzt geht's ja los. Vom Rostklumpen zum Goldamulett. Das ist ja, der was vom Tellerwäscher zum Superstar hier. Goldamulett. Klingt auf jeden Fall wertvoll. Accessoire-Lizenz 6, die nach einem Kampf... okay, warte, wer kämpft gerade mit uns, für uns, bei uns? Okay, Barsch, du bleibst wahrscheinlich noch länger bei uns, ne? Ich glaube, du solltest das jetzt einfach... Ah, kann er nicht! Accessoire-Lizenz 6... Warte. So, wo sind denn deine Accessoiren? Wo sind deine Accessoiren? Nummer 6. Dürfte eigentlich auch gar nicht so teuer sein. Ja, guck mal hier. So möge er das doch überreicht und freigeschaltet bekommen, um all seine Mitstreiter inklusive sich selbst sehr glücklich zu machen. Geilstes Item auf jeden Fall. Und ausgerechnet in der Ecke, wo ich die ganze Zeit über Rostklumpen pöbele, das ist schon wieder sehr bezeichnend. So, okay, bei den Rest warte ich jetzt erstmal, bis ich wieder ein bisschen mehr zusammengetragen habe. Aber das müsste jetzt super schnell gehen. Ich muss jetzt mal gucken, ob das wirklich so funktionuckelt, wie die Beschreibung mir das gerade suggeriert hat, oder ob ich schon wieder Verständnisschwierigkeiten jetzt habe. Aber ich hoffe, dass jetzt jeder auch plus 2 bekommt. Warte mal, bin ich jetzt hier einmal rum? Ja, ich würde sagen schon. So, guten Tag. Du bist jetzt unser erstes Versuchskaninchen. Und? Stand da eine 2? Ich habe es nicht gesehen, das ging zu schnell. Nee, da steht immer noch ein LP. Bekommen die jetzt trotzdem 2? Okay, warte, ich muss das jetzt anhand von einem Beispiel mal vertesten. Barsch hat jetzt 197. Ich töte jetzt einen Gegner und gucke, was daraus wird. Ob er dann auf... Oh ja, ausgerechnet jetzt kommen natürlich 3, 4 sogar. Nee, dann ist mir das jetzt hier zu heikel. Ich werde auf den Moment warten, wo wir nur einen Gegner vor der Nase haben und das dann nochmal so ein bisschen gegenchecken. Dann kann ich jetzt hier eigentlich beschleunigen. Denn ich glaube, wir brauchen hier nichts zu befürchten, oder? Oder einen Erdstein. Hier gibt es wieder was Schönes oder was Unschönes. Muss jetzt mal ganz kurz gucken. Ist der richtige Weg jetzt hier irgendwie eingezeichnet? Wir haben hier wahnsinnig viele Ausgänge. Aber irgendwo muss ich ja anfangen. Also von mir aus nehme ich dann erstmal gerne... Warte, das ist jetzt ein Einzelner. Das ist jetzt ein Einzelner. Jetzt muss ich gucken. Barsch ist bei 205. Na toll, da kommt direkt der Nächste um die Ecke. Mann. Aber egal, er hatte 205. Und ich habe jetzt 2 getötet, richtig? 2 sind tot. Ja. Wir bekommen Tatsache immer 2. Wenn ich mich jetzt nicht total verrechnet habe. Aber so hart kann man sich ja gar nicht verrechnen. Okay, nee, dann habe ich das richtig verstanden und alles ist gut. Hier wieder Rostklumpen. So, und da komme ich jetzt schon in die angrenzende Ecke. Hier bin ich gerade hergekommen, ne? Genau, da habe ich auch den Schatz aufgesammelt. Na gut, dann gehen wir jetzt erstmal hier. Ich meine, irgendwo muss ich ja ansetzen. Ich habe keine Vorstellung davon, welche Route jetzt richtiger ist als die andere. Ich weiß auch mal gar nicht, wann ich hier zu meinem Getränk greifen soll. Bei diesem Let's Play generell. Weil hier irgendwie immer was zu tun ist. Hier gibt es eigentlich keine Leerlaufphasen, so gesehen. Außer wenn ich euch rausschneide, aber selbst da ist hier irgendwie, habe ich immer das Bedürfnis, meine volle Aufmerksamkeit auf den Monitor zu richten und zu gucken, was hier passiert. So, das hier ist auf jeden Fall ein Sackgassenbereich. Können wir wieder hoffen, dass es hier irgendwas Schönes zu looten gibt. Aber ich nehme auch die unschönen Dinge mit. Hauptsache, sie sind wertvoll und lassen sich für viel Geld verscherbeln. Ich weiß gar nicht, ob die ganzen Gegner hier irgendeine Komponente abwerfen, die mich später reich machen könnte. Ich habe das Gefühl eher nicht. Und ich glaube nicht, dass die Rostklumpen irgendwie dazugehören. So, Ausrufezeichen, was willst du von mir? Ah! Ein Segen für Blindfische meines Schlages. Blindfische, vereinigt euch und zollt diesem Ausrufezeichen eure totale Ergebenheit. Bitte, bitte. Ich gründe einen Club, der genau das tut. Den ganzen Tag lang. So, was haben wir hier? Rostklumpen.
Ich meine, das Gute ist ja, wenn zwischen den ganzen Rostklumpen auch mal sowas wie Goldamulette zu finden sind, dann kann ich ja doch noch voller Vorfreude auf die Behältnisse hier zulaufen. So, jetzt haben wir die Route hier links. Ja, die sind doch nicht so schlimm. Die sahen in der Cutscene aus, als könnten die, weiß Gott, wie viele üble Zauber und Flächenangriffe und hast du nicht gesehen. Aber ich interpretiere sowieso immer viel zu viel in das äußere Erscheinungsbild von Gegnern rein. Aber die hier, naja, die gehen schon klar. Mit ihren ganzen Ührchen, die sie ständig mit sich rumtragen. Aber ich glaube, dadurch, dass Wassler jetzt auch mit im Team ist, brauche ich sowieso nicht großartig was zu befürchten. Mir fällt in dem Zusammenhang noch eine Sache auf. Und zwar würde ich jetzt ganz gerne, weil Wassler konnte ja auch heilen, ne? Dann stelle ich das nämlich mal ab, damit sie nicht unsere ganzen Potions verballert. Wobei, nee, der heilt gar nicht. Der belebt wieder. Ja, aber irgendwie habe ich das mit seiner Person assoziiert, dass er imstande war zu heilen. Keine Ahnung. Ich verlasse mich jetzt trotzdem darauf, dass Fran das ja alleine irgendwie gewuppt bekommt. Ich hoffe, du enttäuschst mich nicht, meine Liebe. Die hat übrigens eine total komische Stimme, oder? Die ist irgendwie total faszinierend, aber irgendwie auch so wie vom anderen Planeten, finde ich. Ich weiß noch, dass Fran damals auf mich schon gewirkt hat wie so eine Außerirdische oder so. Aber wahrscheinlich finde ich sie gerade deshalb so faszinierend und cool. Ich mag in Videospielen total undefinierbare Charaktere, genauso wie ich auch undefinierbare Monster total feiere. So, da unten. Da könnte ich jetzt theoretisch einen Kreis schließen. Ich glaube, ich werde das auch gleich machen. Dann wissen wir wenigstens, wo uns diese Runde hinführt. Mal davon abgesehen, dass ihr das wahrscheinlich alles schon wisst. Weil viele von euch ja mit dem Spiel schon durch sind, wie ich vielen Kommentaren auch entnehmen konnte. Und ich stehe da, glaube ich, noch verhältnismäßig am Anfang. Wobei ich echt keine Ahnung habe, wie viel Umfang hier die Hauptstory mitbringt. Also ob das jetzt zulasten der Hauptstory geht, dass es hier so viel optionalen Kram gibt. Oder ob der ganze Hauptstory-Bereich trotzdem massig Content liefert, keine Ahnung. So, dann können wir jetzt hier nochmal unsere Runde drehen. Ich neige immer dazu, nochmal zu sagen, auch in Ecken, wo ich noch nie gewesen bin. Eigentlich ist das fachlich falsch, ne? Manchmal fällt es mir auf und stört mich und manchmal ist mir das voll egal und ich bemerke das gar nicht. So, das war's auch für euch. Was haben wir jetzt? Ach, hier bin ich hergekommen, ne? Genau, okay, das ist ja eigentlich relativ schön linear. Bashi wird nicht geschlafen. Junge, das sollst du nachts machen und nicht tagsüber. Aber ich habe, glaube ich, vor der heutigen Aufnahmesession gelesen, dass Schlaf einer der Zustandsveränderungen ist, die automatisch wieder weggehen. Also nach einer gewissen Zeit. Das habe ich mal komischerweise gemerkt. So, was seid ihr? Dan Banha. Oh, ich habe, glaube ich, mein Fenster nicht zugemacht und draußen fliegen gefühlt gerade wieder 10 Düsenjets durch die Gegend. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Auf jeden Fall töte ich dir jetzt für unsere Monster-Enzyklopädie. Ist ja klar, brauche ich, glaube ich, zukünftig auch nicht mehr erwähnen. So. Und das ist jetzt hier... Ne, das ist noch nicht das neue Gebiet. Das gehört noch dazu. Aber im übernächsten Screen sind wir dann irgendwo, wo wir so noch nie waren. Da wird es dann gleich nochmal interessant. Aber erstmal schauen wir hier. Man muss ja in dem Spiel ständig Angst haben, in irgendein Gebiet reinzulaufen, wo die Gegner viel zu stark sind. Das hat was total Faszinierendes. Also das ist für mich eigentlich eher ein Charakteristikum, was ich aus den West-RPGs kenne. Und was ich auch an West-RPGs sehr mag. Oh. Da ist ein Teleportationsspeicher-Stein-Dings. Okay, das kommt mir gerade sehr gelegen. Gibt es hier vielleicht noch irgendwelche Schätze oder so? Sieht nicht danach aus. Einmal ranstellen. Ach, wie schön. Alles wieder hochgeheilt. Jawohl. Händler Dace. Oder Dice, keine Ahnung. Hoppla, hätte nicht damit gerechnet, hier neben den hässlichen Urutan-Fratzen noch andere Gesichter zu treffen. Wir sind auf Sandfischjagd. Und was führt euch in die Wüste? Ihr seht mir wie Abenteurer aus. Ihr seid doch nicht etwa auf Schätze im Tal der Toten aus.
Das Tal der Toten, das wäre lebensmüde. Wer sich da reinwagt, soll von einem Monstervogel in Empfang genommen werden. Oh Gott. Und der ist nicht gerade freundlich, habe ich mir sagen lassen. Wie sieht's überhaupt mit eurer Ausrüstung aus? Die Jensa-Sandsee ist weit. Wenn ihr was braucht, teile ich meine Habe gerne mit euch. Für ein paar Gil, versteht sich. Okay, haben wir alle gelacht. Weiter im Text. Ich glaube, wir haben jetzt zuletzt kein Rüstungszeugsgedöns gefunden. Wobei, das kann noch einmal weg. Ich wünsche mir ja gerade fast, dass der das identische Sortiment zu dem anderen Händler hat. Würde ich auf jeden Fall sehr begrüßen. So, gucken wir mal hier. Ja gut, die Steinchen sind gar nichts wert. Das wissen wir ja schon. Das hier auch nicht so wirklich. Haben wir hier irgendwas? Alter Vater, wo habe ich die denn die ganze Zeit mitgenommen? Das ist mir irgendwie gar nicht aufgefallen. Jensa-Flosse. Eine Flosse, die selbst durch die glühende Hitze der Sandsee schneidet. Meist wird sie klein gerieben und als Gewürz benutzt. Okay. Leute, ich glaube, wir können unseren neu gewonnenen Reichtum gerade feiern. Das freut mich. Sehr, sehr schön. Oh nö, der hat ja nur voll wenig im Angebot. Schade. Ich dachte, das ist jetzt auch so ein vollumfänglicher, umfassender Rüstungswaffenhändler. Ja, ich glaube, dann werde ich mir jetzt hier mal das einkaufen. Ich hoffe, die lügen mich nicht an, wenn die sagen, dass ich Geld spare. Nehmen wir einfach mal mit. Irgendwann werden wir dafür schon eine Verwendung finden. Der hat mir jetzt gerade ein bisschen Angst gemacht mit seiner Warnung wegen fliegender Monster und so. Warte mal, sind alle auf Level 17 immer noch? Jawohl. Wir gucken einfach mal und laufen gegebenenfalls fröhlich in unser Verderben. Fröhlich deshalb, weil mit Speichern ist das alles halb so wild. So, ich werde jetzt trotzdem nochmal kurz gucken. Ich glaube, den Bashi machen wir mal ein bisschen stärker. Indem wir ihm sowas Nettes hier geben. Das geht immer. Physische Attacken gewinnen an Durchschlagskraft. Das geht auch immer. Oh, ich mag diese Ecke, in der ich hier gerade bin. Finde ich gut, gerne mehr davon. Oh ja. Oh ja, sagt Nigoya. Ich weiß, das ist schon so ein alter Hut, aber der passt einfach irgendwie immer ganz gut. So. Ja, ich glaube, bei Voltier werde ich jetzt auch nochmal kurz gucken. Ich weiß nicht, ist das ganze MP-Thema irgendwie... Will ich das... Irgendwie tue ich mich mit seinem Dings ja am schwersten. Analyse wäre allerdings auch ganz interessant. Ich nehme mal einmal das hier mit. Schalte ihm dann die Analyse frei, die ja auch super günstig ist. Genau, was haben wir hier in dieser Nische? Flutwelle. Ich glaube, da musste ich aber, wenn ich euch richtig verstanden habe, auch mit einkalkulieren, dass ich dann, wenn ich das hier freischalte, irgendwann hier dann eine Brücke bauen muss zu diesen Ecken hier. Irgendwie so. Und dass ich mir vorher schon Gedanken machen soll, was ich von den ganzen Sachen hier irgendwie am besten finde. Also ich muss sagen, ich habe da gerade irgendwas mit Hastgar gelesen. Also wenn ich das jetzt nicht völlig falsch interpretiere, dann ist dieser Übergang hier für mich ein sehr lohnenswerter. Deswegen werde ich das jetzt einfach mal machen. Und wenn ich das falsch verstanden habe, dann ist das halt auch so. Pro Lizenzprojekt können nur 3 Mystech-Lizenzen erworben werden. Jawohl. Das wissen wir ja schon. Eine neue Mystron. Okay, cool. Da bin ich ja mal gespannt, wie das so funktioniert und wann wir das zu sehen bekommen. Ich muss mich jetzt nochmal ganz kurz hier ranstellen. Einfach weil der Bash gerade neue TP-Boosts bekommen hat. Und dann hoffe ich jetzt einfach mal, dass ich nicht verrecke. Und dass hier nichts Schlimmes passiert. Die Nam-Jensa-Sandsee. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich die Ortsbezeichnung in Final Fantasy XII irgendwie total schön und edel finde? Also ich finde, das passt auch super gut zu dem Setting, was man hier in dem Spiel kennenlernen und erkunden darf. Wow, das ist ja echt riesig. Das ist ja riesig. Leute. Ich glaube, ich werde diesen Teilbereich jetzt als letzte Amtshandlung für diese Folge auskundschaften, wenn ich nicht gleich feststellen sollte, dass mir die Gegner hier zu stark sind. Aber ich glaube fast nicht, weil das sind genau die gleichen, die wir zuletzt auch schon gesehen haben. Da
Deswegen ist das ganz gut so. So, wir gucken einfach mal, was wir hier so mitnehmen können. Okay, die Rostklumpen-Ära ist noch nicht zu Ende. Rostklumpen braucht das Land und bekommt es auch. So, das ist vom Aufbau hier echt total faszinierend. Ich habe trotzdem Angst vor diesem Vogel, von dem die hier gesprochen haben. Ich hoffe, dass das so ein... Ich habe gerade ein Ausrufezeichen gehört. Wo war das? Hä? Habe ich hier irgendwas übersehen? Da, schon wieder. Ach, da unten. Unter mir ist ein Schatz. Da muss ich aber erstmal runterlaufen. Sonst wird das nichts. Ich weiß, ich beherrsche das 1x1 des Gamings schon wieder außerordentlich gut. Weil so richtig Diplom-Gamer, ne? Merkt man immer an Aussagen wie diesen. So, gucken wir mal. Das wird wahrscheinlich auch wieder so eine Folge mit Überlänge werden. Ich bin schon wieder bei 55 Minuten. Ich habe das Gefühl, dass ich vor 2 Minuten angefangen hätte, den Part hier aufzuzeichnen. Als hätte ich euch vor 2 Minuten Hallo gesagt. Einfach nur Wahnsinn. Wahnsinn, ja. Ich weiß, das Wortspiel mit Wahn ist immer wieder total der Brüller. Okay, ich will jetzt hier aber keine Grenze überschreiten. Sind die neu? Ja. Okay, die sind aber nicht rot. Deswegen bin ich jetzt mal so mutig und stürze mich auf die. Jawohl. Habe ich jetzt eigentlich was Cooles von denen geklaut? Eine Feder. Jo. Klingt jetzt nicht so, als wäre das der wertvollste Shit in Town, aber es wird uns bestimmt mindestens ein Gil geben. Und wir ehren ja jeden Gil, ne? Ja. Genau, das tun wir. So, da gehe ich jetzt erstmal noch nicht hin. Ich weiß gar nicht, wie ich in der nächsten Folge dann hier weiter voranschreiten will. Okay. Aber ich mag den Aufbau von dieser Ecke hier total. Mich hat jetzt wieder so ein bisschen diese... Jensa, okay, du bist auch nicht rot, alles gut. Mich hat so ein bisschen diese eine Höhle, die da mit Z anfing, wieder auf den harten Boden der Realität zurückgezogen, weil mir das doch wieder vor Augen geführt hat, was für ein kümmerliches kleines Würmchen ich in dieser epischen Welt von Final Fantasy XII bin. Jawohl, meine Redebeiträge werden immer klüger, merkt ihr, ne? Habe ich ja vorhin schon vorgewarnt. So. Okay, wie sieht das jetzt hier aus? Ja, ich muss irgendwie auf die große Karte gehen. Keine Ahnung. Das ist für mich irgendwie safer. Bei meinem Bestreben, das alles hier überblicken zu wollen. So, das heißt, da haben wir ja auch wieder die Pünktchen. Die müssen ja gleich kommen. Genau, immer wenn der Übergang da oben in der Minimap blinkt, dann haben wir hier auch diese tollen Pünktchenlinien. Die eine große Hilfe für alte, senile, orientierungskrüppelige Frauen wie mich darstellen. Hm. Habe ich, glaube ich, schon in der ersten Folge angemerkt, ne, dass ich das gut finde. Guck mal, da haben wir einen Teleportstein bekommen. Das ist schön, über die freue ich mich sehr. Weil die mir Zeit und Geld ersparen, wenn ich dann doch nochmal von A nach B will. Und eigentlich wollte ich ja in Rabanastre nochmal schauen, ob wir neue Monsterjagden haben. Das weiß ich nämlich immer noch nicht. Seit der letzten Cutscene habe ich da nämlich nicht mehr nachgeschaut. Also seit wir quasi die Prinzessin hochoffiziell entführt haben. So, ich glaube, dann bin ich hier mit dieser Ecke durch. Und werde... Boah, das ist so schwer. Ich werde ja irgendwann da über die nördliche Route auch wieder hierhin gelangen. Und dann wird sich hier der Kreis schließen. Und dann werde ich nochmal neu darüber nachdenken, wo ich weitergehen möchte. Wahrscheinlich erstmal in den Süden. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich gerade schon wieder so im Aufnahmemodus. Ich habe gerade, das ist jetzt, glaube ich, die dritte Folge, die ich heute am Stück aufnehme. Und ich wollte heute eigentlich nur 2 Parts aufnehmen und suchte das jetzt schon wieder so hart, wie es wahrscheinlich nicht mehr gesund ist. Aber ja, für heute soll es das auf jeden Fall erstmal gewesen sein. Und wir werden beim nächsten Mal dann weitere verwegene Winkel dieser fantastischen Welt erkunden, auskundschaften, wie auch immer. Und ich bedanke mich fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut, ihr Lieben, und bis dann. Ciao!